Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Da sind wir wieder mit unserer Truppe. Ja, die Truppe ist leider ein bisschen kleiner geworden, aber nun gut, kriegen wir noch hin. So, Aura ist natürlich auch fleißig am Tragen. Jeder ist ein Träger, sogar unser Husky, der Carlos, ist ja am Tragen. Finde ich auch sehr nett, sehr schön gemacht. So, jawohl, die Schildkröte. Ich hoffe, sie ist noch nicht verdorben. Die Schildkröte ist, ja, die ist tot, das ist klar. Die Frage ist, wie lange hält sie denn noch? Jawohl, das Eichhörnchen haben wir noch gerettet und die Schildkröte haben wir auch noch gerettet. Perfekt. Was will man denn mehr? So, noch mehr Essen. Der Fabi fängt an zu bauen. Hier sollte ja unser Krankenbett sein, ne? Uns fehlt Silber, genau. Und uns fehlt eine Menge Silber. Haben wir überhaupt jetzt noch jemanden dabei, der eigentlich gut ist fürs Bergbau? So, Sunny schon mal überhaupt gar nicht. Der Fabi hat immerhin schon mal 6 Bergbau. Aura hat 5 Bergbau. Und Benaway macht so etwas überhaupt gar nicht. Ja. So, wir müssen nämlich mal gucken. Wir hätten hier nämlich einiges an komprimierten Stahl. Was okay ist. Wir hätten noch mehr Stahl. Wir haben auch bestimmt noch schönere Sachen hier, oder? Wie, es gibt nämlich auch so etwas wie Silberadern, habe ich nämlich gehört. Ach, hier hinten wurde eine Menge Stahl abgebaut. Alles klar, das ist schon mal sehr schön. Hier hinten gab es noch den Befehl, dass er Stahl sucht. Es gibt nämlich auch so etwas wie Bauteile. Da haben wir es nämlich, da. Komprimierte Bauteile. Jawohl, da haben wir auch schon noch ein paar Bauteile. Ach, das ist doch ganz gut. So, jetzt ist aber die Frage, wie machen wir denn weiter? Also, wir könnten, unabhängig davon, dass wir hier weiter fleißig Sachen einschmelzen, könnten wir langsam anfangen, uns richtige Waffen zu bauen. Muss ich mal eben gucken. Ich hätte nämlich gerne eine Assault Rifle. Eine Assault Rifle ist, glaube ich, ganz gut. Ich meine, wir hätten noch die Sniper Rifle, die Survival Rifle, eine Pump Shotgun. Ist ja, glaube ich, eher für einen Nahkampf. Die Pistole, dieses, jenes, Westen, eine Maschinenpistole. Ein Heavy SMG, also eine Schnellfeuerpistole. Also ein leichtes Maschinengewehr halt hier, stelle LMG her und so. Da müssen wir halt mal gucken. Also Details, was braucht denn hier so ein LMG? Es braucht Bauteile. Ach hier, 4 Bauteile und 150 Stahl. Wir könnten sogar Waffen einschmelzen dafür, das ist okay. So, und einmal die Assault Rifle. Die braucht 100 Stahl und 4 Bauteile. Dann mach mal hier weg die Assault Rifle und stell mal bitte ein leichtes LMG her. Und dann müssen wir mal gucken. Charakter, wer hätte denn ein hohes Handwerk? Naja, natürlich die Sunny wieder. Der Fabi kann damit nichts anfangen, genauso wenig die Aura. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Sunny dann sich dorthin stellen wird, wenn sie es dann auch macht in der Arbeit. Und dann hier dann einmal bitte 2-2 Handwerker und Schneider reingeht, damit hier auch fleißig da arbeiten geht. Gut, meine Güte. Alles ein bisschen viel zu guter Letzt, aber das sollten wir schon hinkriegen. Wir haben leider nicht mehr Leute und ich werde auch die Geschwindigkeit jetzt mal ein bisschen höher stellen. So, der Fabi tut hier weiter. Ja, sehr schön. So muss das sein, ne? Die Aura läuft rum und trägt hier die Klamotten. Das ist sehr schön. Verdirbt in 8 Tagen. Das ist nicht gut. Aber, Aura, wärst du so nett und könntest die Bären reintragen? Ja, super. Dank dir. So, und jetzt sind die Bären mal eben schnell tiefgekühlt und verderben nicht mehr. Ach, herrlich, herrlich. Wir haben auf jeden Fall genug Zimmer. Das heißt, wir sind offen für neue Leute. Wir können natürlich daraus ein Krankenzimmer auch machen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal mit dem Dane gar nicht gemacht, was sehr wichtig wäre. Aber, naja. Wir haben noch mitten im Herbst, das ist okay, da wird es nicht so kalt. Ach stimmt, deinen Boden wollten wir ja auch noch bauen, ne? Guck mal hier, Böden, gib uns doch mal einen Holzboden. Wir haben noch genug Holz, dann tust du nämlich hier mal einen Holzboden rein. Ich würde jetzt uns sagen, wir nehmen die sterilen Fliesen, gerade weil Nahrung auch gut gekühlt werden sollte, ohne ziemlich viel Dreck. Ich glaube, das hat auch etwas mit der Sauberheit zu tun. Wäre es eigentlich von Vorteil, wenn wir da die sterilen Fliesen reinlegen. Haben wir aber leider die Materialien nicht dafür. So, und ich wollte jetzt mal eben kurz gucken.
Ja, sieht alles beim Alten aus, ne? Ja, es sieht ja okay aus. Das Holz hat auch eine gewisse Haltbarkeit, so wie ich das hier sehe, vom Leben her. Das heißt, das verrottet mit der Zeit. Ansonsten gewisse Felle, glaube ich, auch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich weiß es jetzt gerade genau nicht. Aber auf jeden Fall muss man halt gucken, was haltbar ist und was nicht haltbar ist. Natürlich Jade, Gold und Co., das hält unendlich lang. Genauso wie Bauteile und so etwas. Aber wir sollten uns später so oder so halt ein Lager dann machen, wo wir unsere Bauteile, unser Stahl reinlegen. Weil ich habe gelesen, dass die bösen, bösen Piraten, wenn sie uns dann nochmal überfallen möchten, uns nämlich auch diese gewissen Teile dann auch klauen. Und das wäre ehrlich gesagt sehr unschön. So, der Fabi, unser Handwerker. Ja gut, er hat das Handwerk... Konstruktion wäre das jetzt, ne? Genau. Ja. Der Fabi kann auf jeden Fall bauen. Da müssen wir auch mal gucken in der Arbeit, denn der Fabi lass mal gucken, Landwirt, Bauarbeiter, Mechaniker. Die Fähigkeit Konstruktion. Ja, dann wird doch der Fabi... Ja, wird auch ruhig hier mit der 1 auf Mechaniker, falls mal was kaputt gehen sollte. So, Sunny ist jetzt dabei, weiter einzuschmelzen. Das kann sie auch meiner Meinung nach machen. Wir haben so und so noch genug Sachen zum Einschmelzen. Wir haben auch gar nicht so viel, ne? Ich meine, gut, es geht. Stahl haben wir jetzt schon 1300. Ich weiß gar nicht, wo Sunny jetzt gerade hinläuft. Wo bist du hin? Ach ja, stimmt. Wir hatten hier unten das Puma-Fell und so. Genauso wie den Stahlbrocken, den sie jetzt noch mitbringt. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, das wäre der letzte gewesen. Müssen wir sie mal beobachten. Und ich glaube, wir sollten hier uns einmal durchbuddeln, damit sie einen schnelleren Weg hat. Natürlich auch wiederum die Feinde auch. Das darf man nie vergessen. Und wir sollten uns auch irgendwann mal ein bisschen Verteidigung aufbauen. Aber ich denke mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir angegriffen werden. So, jawohl. Sie baut jetzt den Holzboden aus. Das ist völlig okay. Ich glaube, dass so ein normaler Boden auch richtig gut ist. Jetzt trägt sie natürlich noch das Holz dann und baut das Restliche dann zusammen, je nachdem. Ja, jetzt futtert sie erstmal eine Runde. Also so im Großen und Ganzen läuft es ja richtig gut. Das liegt auch an unserem Schwierigkeitsgrad, dass wir hier in aller Ruhe Zeit haben. Ja, damit wir uns um unsere Basis kümmern können. Ist halt schade, dass Leute nur mal gerade durch Krankheiten nur mal dann auch dahin gerafft werden, aber was willst du halt machen, ne? Das war passiert halt. Also ein Kolonist ist untätig, wir haben keine Forschung, das ist soweit okay. Solange Aura noch hier am Tragen ist, funktioniert das. Und die Sunny ist jetzt, hat auch angefangen, ne? Ist am Arbeiten. Ja, Tatsache. Da haben wir das leichte Maschinengewehr, unfertig. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Da müssen wir mal schauen, ob das eine gute Waffe ist. Ich werde natürlich jede Waffe eigentlich so einmal herstellen, könnte man sagen. Wir hätten ein Heavy SMG, das ist auch noch interessant. Da können wir mal gucken in den Details. Das bräuchte 130 Stahl und 4 Bauteile. Okay. Achso, hier, schwere Maschinenpistole. Da sehen wir sogar Arbeitsschritte. Okay, 1000. Ah, wir haben die Genauigkeit, die Nachladezeit, den Schaden. Der Schaden ist hier schon mal bei 10. Zeig uns doch mal das LMG. Da wäre der Schaden bei 8. Aha. Aber die Arbeitsschritte sind viel länger. Wahrscheinlich... Oh, die Genauigkeit ist ja richtig schlecht. Nee, warte mal. Dann mach mal hier abbrechen bitte, wenn das noch gehen sollte. Ist zwar unfertig, aber ich glaube, die wird dann noch fertig gemacht. Mach mal bitte Assault Rifle Details. Bräuchte 104 Bauteile. Hätte einen netten Schaden. Die Genauigkeit ist nah, mittel, fern. Eigentlich okay. Oh, das braucht aber auch, ne? Ja, ich dachte es mir schon. Das Sturmgewehr. Dann Auftrag hinzufügen. Dann die Sniper Rifle. Details.
Das finde ich nämlich immer so interessant. Das Präzisionsgewehr ist natürlich sehr schön. Der Schaden ist extrem hoch, hat eine hohe Nachladezeit. Aber ich glaube, mit dem Präzisionsgewehr kommen wir bis dato am besten klar. Hm? Ich glaube, wir lassen es erstmal so, dass wir eine Assault Rifle herstellen und eine Sniper Rifle. Ich will mal gucken wegen der Survival Rifle. So, die braucht nur 93, okay. Weniger Material. Ist extrem gut in der Genauigkeit. Berühren heißt dann wahrscheinlich im Nahkampf, ne? Hat ordentlich Schaden. Die Nachladezeit geht eigentlich. Das Überlebensgewehr. Das geht eigentlich. Die Reichweite ist 37. Details. 45. Und zu guter Letzt Assault Rifle. Ich glaube, so ein Mischmasch ist das, was man halt so haben sollte. Reichweite 31, Schaden 7, klar. Nee. Ich glaube, das lassen wir erstmal so, dass wir mit Sniper Rifle und Assault Rifle spielen. Das kannst du schließen. Dann kannst du das hier schon mal beenden. Ansonsten, oha. Oha, ein verrücktes Tier, okay. Oh, das braucht sehr viele Materialien. Macht 10 Schaden. Ein Brandgeschosswerfer setzt das Ziel in Brand, okay. Oha, aber die Genauigkeit ist natürlich voll für einen Eimer. Nee, das machen wir weniger. So. Nee, hier einmal schließen. So, und ein verrücktes Tier. Lass mal gucken. Stopp, nicht so schnell. So, und dann komm von oben rein, ne? Benaway. Komm mal ran hier. Da müssen wir mal gucken. Oh, das ist aber schnell. So, bleib mal hier stehen, Ben. Jetzt müssen wir mal gucken, Das kommt nämlich jetzt hier an. Oha. Behandlung benötigt. Komm, helf mal eben hier, das Wildschwein umzuhacken. Ah ne, wir haben es schon. Okay. Eieiei, Behandlung benötigt. Okay, desinfiziere zuerst in einem Krankenbett. Okay, das werden wir jetzt auch machen. Lass mal eben gucken, das hier war ja frei. Da werden wir jetzt sagen, das ist ein Krankenbett. So, und Benaway wird jetzt hier auf jeden Fall schlafen gehen. In unserem Krankenzimmer, bis er nämlich wieder völlig gesund ist. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann wird die Aura jetzt gleich Medizin holen. Und den guten Ben, zumindest die gute Ben, dann nämlich behandeln, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich will zumindest hoffen. So, lass mal eben gucken. Was hat denn Ben? Hat am Nacken ein Kratzer vom Wildschwein. Ja, okay. Ansonsten Blutverlust, natürlich, klar. Ja, siehst du? Ja, sag ich doch. Siehst du? Die kam nämlich vorbei, hat ein bisschen geholfen. Das passt schon. Was mich auch stört, ist, dass wir nur von unten jetzt natürlich die Eingänge haben. Von oben wäre natürlich auch schön. Und warum sollten wir es eigentlich nicht machen? Ah, jawohl. Er ist wieder vollständig geheilt und hat nichts zu tun. Sollten wir also schon hinkriegen. Die Zimmer sind leider sehr klein, ganz klar. Da können wir so und so mal gucken. Ich glaube, hier war es. Der Freiraum ist ziemlich eng. Genau das dachte ich mir nämlich. Und Benaway hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen vom Bären. Warum futterst du denn auch Bären? Ach Mensch. Schade. So, da liegt sie nämlich jetzt. Ein leichtes Maschinengewehr unfertig. Das ist schade. Könnten wir eigentlich auch einschmelzen, wenn wir dann Lust hätten. Aber unser erstes Sturmgewehr, daran wird gearbeitet. Von der Sunny. Das finde ich super. Das finde ich prima. Ohohoho. Der Fabi hat ein paar Bedürfnisse. Ja, dein Freund starb. Es ist kalt und abscheuliche Umgebung. Ich will raus hier. Ja, es tut mir leid. Aber okay, kalt sollte es eigentlich nicht sein. Bleibt mal im normalen Status. Wir haben drinne eine Temperatur von 13 Grad. Okay, das ist zu kalt. Dann hol mal bitte die Heizung.
Wir werden jetzt eine Heizung bauen. Und zwar müssen wir mal gucken. Nee, hier vielleicht nicht gerade unbedingt. Stromkabel. Ziehen wir das Stromkabel bitte hier rüber. Und dann Temperaturen, Heizung werden wir nämlich dann... Ja, wird es Zeit, ne? Ja, ich denke mal, die Zimmer werden wir dann nämlich dann auch abreißen und größer machen, so dass wir halt vier Zimmer insgesamt haben. Da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. So werden wir es nämlich dann erstmal machen. Und würde auch sagen, abreißen. Da werden wir nämlich hier die Wand abreißen und hier, wir werden den Leuten... Ah ne, das war falsch, ne? Ja. Dann machen wir mal ein bisschen anders. So, wunderbar. Dann werden wir nämlich das Bett hier abreißen. Wir werden das Bett hier abreißen, das Bett hier abreißen. Das hier wird auch kein Krankenzimmer mehr sein. Und zwei Türen sind ganz okay. So, was wir noch machen könnten, abreißen. Wir gewinnen ja immer ein bisschen Material wieder hinterher. Wir werden hier alles auf jeden Fall neu bauen. Die können wir noch gar nicht abreißen. Ja, das machen wir auch. Wir gehen hier aufs Ganze. Wir werden hier schön alles nochmal neu machen. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Et voilà. Damit das nämlich dann auch richtig gut aussieht, dann zu guter Letzt. So, Licht brauchen wir auch erstmal nicht. Wir werden die Räume wirklich wieder kahl machen. Solange wir die Möglichkeit dafür besitzen. Und wir haben ja zum Glück noch genug Material. So, die erste Heizung ist schon da. Die Zieltemperatur liegt bei 21 Grad. Ich denke mal, das ist eine Wohlfühltemperatur. Und innen haben wir 20 Grad, wo wir außen gerade mal 9 Grad haben. Gut. Das sieht soweit gut aus. Und innen ist 3 Grad, da steht aber noch keine Heizung drin. Da müssen wir dann halt mal gleich gucken. So, Sunny ist natürlich jetzt am Schlafen. Der Ben ist noch unterwegs. Oh, der wollte gerade wieder hier, ne? Er wollte. So, lass mal gucken. Dann würde ich auch sagen, können wir auch hier die Türen rausnehmen. Wir werden überall alles rausnehmen. Warum denn eigentlich nicht? So. Die Zimmer werden wir, wie gesagt, einmal komplett nochmal neu machen. So. Auch wenn die Sunny jetzt ein bisschen im Schlaf gestört wird, dann können wir auch ruhig mal ein bisschen Speed geben. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen. Nervenzusammenbruch. Okay, was ist jetzt mit dir, Aura? Zeig mal her. Bedürfnisse. Ein geteiltes Schlafzimmer. Ja, mein Freund starb. Gestörter Schlaf. Ich weiß, das wird gleich alles noch. Keine Sorge. Das wird gleich alles noch. Also da müsst ihr euch jetzt echt wirklich weniger Sorgen machen. Was ich auch gelesen habe, ist wegen den Stromleitungen. Da müssen wir mal gucken. Kommen wir da so dran? Ja, da kommen wir so dran. Die Stromleitungen sollten, wenn es geht, in Wände verlegt werden. Einfach, weil es dann auch wiederum schöner ist. Wir kriegen nämlich in dem Sinne für den Boden und für alles andere, was im Zimmer sich halt nun mal befindet, halt Schönheitspunkte. Und diese Schönheitspunkte geben natürlich dann auch im Grunde genommen halt wieder unseren Leuten halt wieder so ein paar Pluspunkte. Ne? Die freuen sich dann darüber, wenn es... ja, wenn es halt wieder gut läuft. So, aber so ist es. Wir haben ja vier Bewohner, wir haben vier Zimmer und ich denke mal, es ist uns so noch genug zu tun, bis wir es erstmal alles abgerissen haben und dann auch alles weggebracht haben. So, dann würde ich nämlich sagen, machen wir nochmal Struktur, Wand und da kannst du auch auf Holz bleiben. Das war nämlich dann einfach alles einmal zu bauen und dann werden wir auch schon... eine große, schöne Tür nehmen. Und die werden wir oben und unten, genau, einmal schön doppelt machen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal reingelegt. Und dann warten wir jetzt in aller Ruhe und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin.
Na gut, dann speichere ich das hier mal. So. Ist gespeichert.